Ja, guten Abend allerseits. Sie haben sich vielleicht gewundert, wieso ich jetzt genau gewartet habe, bis es 17:15 ist und es läutet. Und das ist natürlich dem Namen der heutigen Veranstaltung geschuldet. 17:15 Kolloquium fängt natürlich genau auch am 17:15 an. Mein Name ist Andreas Kirstein, ich bin der stellvertretende Direktor der ETH-Bibliothek und darf Sie recht herzlich zu dieser ersten Ausgabe der neuen Veranstaltungsreihe begrüßen. Ich muss leider den Direktor der ETH-Bibliothek, der auch gerne hier gewesen wäre, Dr. Raphael Ball, entschuldigen. Er hat einen anderen Termin, den er wahrnehmen musste. Wir wenden uns, und es ist uns offensichtlich mindestens auch der Anzahl nach gelungen, an möglichst viele Kolleginnen und Kollegen aus der ETH-Bibliothek selber, selbstverständlich, aber eben auch aus nahen und fernen Institutionen, aber auch an die interessierte Öffentlichkeit. Ich bin eigentlich schon recht überwältigt über das große Interesse, das diese erste Veranstaltung hier zeigt. Wir haben die Idee, dass wir das ein Jahr lang mal so durchführen, wie wir das geplant haben und dann ein bisschen auswerten. Und wir sind deshalb auch sehr froh, wenn wir dann Feedbacks jeweils nach den Veranstaltungen bekommen, was wir noch verbessern können, was vielleicht von den Themen noch interessant wäre. Durchführen werden wir diese Veranstaltung jeweils im Semester und zwar jeweils am letzten Donnerstag im Monat, also diejenigen unter Ihnen, die sich das bereits notieren wollen. Es ist immer der letzte Donnerstag im Monat und selbstverständlich kommt jetzt sofort gleich die erste Ausnahme, nämlich vor Ostern ist es dann eine Woche vorher, weil auch wenn wir an die Attraktivität dieses Formats glauben, dass Sie am Donnerstag vor Ostern hier finden würden, haben wir uns dann doch nicht zugetraut. Ich möchte ganz herzlich als den Referenten, den Starter sozusagen dieser Veranstaltungsreihe Andreas von Gunten begrüßen. Er wird nachher von Noemi Ammann noch begrüßt und wir werden etwas zu seiner Person auch noch hören. Ich möchte aber die Gelegenheit nutzen, hier mich gleich auch ganz herzlich zu bedanken an das Organisationskomitee, das wirklich in sehr kurzer Zeit das Programm auf die Beine gestellt hat und auch von unserem Marketing da sehr gut unterstützt worden ist und offensichtlich auch erfolgreich unterstützt worden ist, sonst wären Sie alle nicht hier. Ich wünsche uns allen einen interessanten Vortrag, nachher eine interessante Diskussion und das Netzwerken wird dann später einen Stock weiter oben, wir werden das dann noch genauer hören, kann das dann noch im lockeren Rahmen weitergeführt werden. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Andreas Kirstein. Auch ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem ersten 17:15-Kolloquium mit dem Thema das Urheberrecht in Frage stellen. Andreas Kirstein hat jetzt das Programm bereits durchgegeben. Wir werden zuerst ein Referat hören. Anschließend haben Sie die Gelegenheit, mit den Referenten in eine hoffentlich lebhafte Diskussion zu treten. Und der Abschluss des Abends bildet dann eben ein Apéro, zu welchem Sie alle herzlich eingeladen sind. Und nun freue ich mich, Ihnen unseren Gastreferenten Andreas von Gunten vorzustellen. In der ETH-Bibliothek sprechen wir viel über die digitale Transformation der wissenschaftlichen Bibliotheken. Und mit Andreas von Gunten haben wir nun einen Gast, der die digitale Transformation in seinem Berufsleben erfolgreich vollzogen hat. Andreas von Gunten ist als Unternehmer, als Verleger und als Buchhändler im Netz tätig und er gestaltet in diesen und anderen Funktionen die digitale Gesellschaft aktiv mit. Nun, ein immer wieder diskutierter Aspekt im Zusammenhang mit der digitalen Gesellschaft ist das Urheberrecht. Denn die digitale Gesellschaft, die stellt das Urheberrecht vor neue Herausforderungen. Und Andreas von Gunten hat sich auch mit diesem Aspekt vertieft auseinandergesetzt. Er war langjähriger Präsident der digitalen Allment, die man im Bibliothekswesen vor allem im Zusammenhang mit Creative Commons kennt. Und er ist aktuell Mitglied der Kerngruppe der Taskforce URG. Die Taskforce URG, die vertritt die gemeinsamen Interessen der Wissenschaft,
der Bildungseinrichtungen und Gedächtnisinstitutionen im laufenden Revisionsprozess des Urheberrechts in der Schweiz. Du hast dich aber, Andreas, nicht nur praktisch und politisch mit dem Urheberrecht auseinandergesetzt, sondern auch philosophisch. In deinem philosophischen Essay Intellectual Property is Common Property argumentierst du für eine Abschaffung des Urheberrechts. Und diese Thesen wirst du uns nun vorstellen. Genau. Bitte. Herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank, dass ich bei Ihnen sein darf. Wir machen das ja möglichst kurz, damit wir dann viel miteinander diskutieren können. Vielleicht trotzdem, bevor ich anfange, noch schnell zwei Worte zur Taskforce URG und meiner Rolle hier, weil das ja aufgezeichnet wird und nicht, dass ich dann geköpft werde. Ja. Ich bin auf der einen Seite Realpolitiker, ich bin SP-Mitglied, bin Gemeinderat in meinem Wohnort in Köllikon und arbeite seit Jahren mit an der ich gebe Inputs für die Revision des Urheberrechts im Sinne der Gedächtnisinstitutionen, so finde ich wenigstens. Und ich weiß natürlich, realpolitisch wird es nie so sein, beziehungsweise ich werde es nicht mehr erleben, dass meine Thesen hier Realität werden. Das ist mir völlig klar. Aber ich habe mich dann trotzdem im Zusammenhang mit dieser Arbeit schon vorher eigentlich mit diesem Thema begonnen auseinanderzusetzen. Und zwar aus folgendem Grund. Ich bin jemand, der von Anfang an mit dem Internet in Berührung gekommen ist. Ich habe vorher schon mit Computern zu tun gehabt und das Internet hat mir eine Welt eröffnet, schon 1994, und hat mir mein Leben total verändert. Und ich habe eigentlich sofort gesehen, dass hier ein Traum, der mit der Aufklärung begonnen hat, Realität wird. Wir können alle Informationen, die wir produzieren, jederzeit allen Menschen zur Verfügung stellen. Das ist der Anfang für mich gewesen, warum ich mich überhaupt mit diesen Fragen auseinandergesetzt habe. Ich habe sofort gesehen, wie genial das ist und habe mich unglaublich gefreut darüber, was hier möglich sein wird. Und die ersten Entwicklungsschritte waren dann ja auch in diese Richtung. Man hat vieles versucht und gemacht und ins Netz gestellt und dann war es plötzlich schnell mal vorbei damit. Und der Grund war das Urheberrecht. Mit dem Urheberrecht wurde sofort alles abgeklemmt, was eigentlich im Sinne der Informationsvermittlung oder der Inhaltevermittlung wäre, nämlich das Verteilen der Informationen. Und ich habe vor allem mit der Zeit festgestellt, da muss ich vielleicht noch vorausschicken, ich habe zu Hause das ganze Haus voller Bücher, voller alter Bücher auch. Ich kaufe viel an Flohmärkten ein, ich habe die Disposition zum Messi. Ja, und ich habe immer, wenn ich so Dinge sehe wie alte Folianten oder irgendwelche alte Postkartenkarten, muss ich alles haben. Und ich freue mich auch übrigens, was die ETH-Bibliothek hier alles leistet. Also diese E-Periodika zum Beispiel, großartiges Projekt, unglaublich gut und freue mich auch, dass das funktioniert, trotz Urheberrecht. Aber ich habe festgestellt, dass mindestens 95%, ich wage sogar zu behaupten, 99% oder noch mehr der kulturellen Produktion des 20. Jahrhunderts nicht verfügbar gemacht werden kann im Netz, obwohl es technisch überhaupt kein Problem wäre und das nur wegen dem Urheberrecht. Und jetzt nicht, weil alle diese Autoren und Urheber dieser Werke irgendwas davon hätten, dass das nicht verfügbar ist. Es geht nur darum, dass ein paar wenige Großverdiener, die mit dem Urheberrecht wirklich was verdienen, die Großverdiener in der Kulturbranche und vor allem die großen Konzerne, dass die genug haben und nicht die anderen, deren Werke wir nicht sehen können. Und das bedeutet, dass wegen ein paar wenigen Leuten können wir den ganz, ganz großen Teil der kulturellen Produktion nicht nutzen, nicht benutzen, nicht brauchen in der Kommunikation und so weiter. Und das hat mich beschäftigt, da habe ich mich gefragt, kann das sein? Warum ist das so? Ja? Und natürlich wurde ich am Anfang von den Juristen immer wieder belehrt, das ist halt Urheberrecht, das ist so. Und fast alle Menschen haben mir so zu spüren gegeben, das ist etwas, das hat Gott gegeben. Und das ist immer schon so gewesen. Und das kann man nicht in Frage stellen. Wenn man über Urheberrecht spricht, das habe ich auch im politischen Prozess dann gesehen, ja, wenn in der Politik die Parlamentarier dann zum Beispiel sagen, sie wollen jemanden anhören zum Urheberrecht, dann wollen sie immer Experten anhören. Und ich weiß, hier drin hat es wahrscheinlich auch Juristen und nehmt mir das bitte nicht übel. Ich arbeite sehr eng mit einem guten Juristen zusammen. Ich bin sogar im Legal-Tech-Bereich noch tätig, habe nichts gegen Juristen. Aber das Schöne oder Interessante ist eben, dass man dann immer sagt, die Experten, das sind die Juristen.
Und diese Experten, Juristen, Urheberrechtsspezialisten, die denken nur innerhalb dieses Systems. Ja? Die können sich gar nicht vorstellen, dass man das auch mal anders denken könnte. Also alle diese Begründungen, die da kommen, sind immer im Rahmen des bereits bestehenden rechtlichen Systems. Und es wird alles nur rechtlich argumentiert und nie grundsätzlich. Und da habe ich mir gesagt, dem will ich mal nachgehen. Was ist eigentlich die Begründung für das Urheberrecht und wie stellt sich das zusammen und kann man das in Frage stellen? Und ich bin zum Schluss gekommen, so viel schon vorweg. Ja, das kann man sehr wohl radikal in Frage stellen mit guten Gründen. Und ich freue mich, wenn Sie dann das anders sehen und wir miteinander darüber diskutieren können. Ich habe mein Büchlein hier auch mitgenommen. Das heißt eben Intellectual Property is Common Property. Alles, was ich Ihnen heute erzähle, wird hier noch ein bisschen ausführlicher dargestellt. Ich sage natürlich nichts, was ich nicht auch tun würde. Also das heißt, dieser Text ist unter Creative Commons 0 im Netz. Den können Sie kopieren, Sie können den benutzen, Sie können den downloaden, Sie können den weitergeben, Sie können machen damit, was Sie wollen. Alles, was ich hier predige, lebe ich auch. Und ich habe hier auch das Büchlein mitgenommen. Das kauft man normalerweise. Man kann auch das PDF kaufen. Ich werde dann immer wieder gefragt, ja, verkaufst du denn diese Bücher? Und ich kann Ihnen sagen, das ist kein Bestseller, ist ja klar. Ist da auch ein philosophisches Pamphlet darüber, dass man das Urheberrecht abschaffen soll. Wer will das kaufen? Und ich freue mich außerordentlich, dass so viele Leute hier sind. Ich hätte das nie gedacht. Ja? Aber ich würde Ihnen sogar das hier auch noch schenken. Also Sie können dann die das wollen, können hier gerne eins nehmen, wenn Sie es lieber gedruckt haben. Und sonst gibt es, wie gesagt, im Netz auf allen Plattformen, Academia und so weiter, finden Sie es auch. Ja? Und klar können natürlich böse Zungen sagen, er muss sein Werk sogar verschenken, damit es jemand liest. Nun, das ist leider Realität für die allermeisten Werke. Ja? Und die Frage ist eben nicht, wie viel verkaufst du von diesen Büchlein, sondern die Frage ist, wie viele Menschen erreichst du mit deinen Inhalten? Das ist der Punkt. Oder? Und da ist es eben am besten, wenn wir da heute schon die technischen Möglichkeiten haben, einfach raus damit. Ja? Gut. Vorbemerkung ganz kurz, ich fokussiere mich auf das Urheberrecht, aber noch wichtig zu wissen, alles, was ich hier sage, gilt eigentlich auch für Patente. Dort haben wir noch viel mehr Probleme. Markenschutz könnte man anders lösen. Wichtig ist, dass gemeinsam sind die abstrakten Objekte, die nicht aufgebraucht werden, wenn sie genutzt werden. Das ist eigentlich der wesentliche Punkt. Inhalte werden nicht verbraucht, wenn wir sie nutzen. Ja? Wenn Sie und ich einen Text lesen, dann haben wir beide den gelesen, sie hat er sich vermehrt, er ist in zwei Hirnen drin oder in drei oder in vier. Der verbraucht sich nicht, das ist ja das Geniale an unserer Kreativität. Und wie gesagt, ich bin kein Jurist, sondern betrachte das Thema außerhalb der juristischen Rahmenbedingungen ganz bewusst, weil ich finde, und das kommt jetzt wieder die Politik ins Spiel, ich bin ein politischer Mensch, wir haben diese rechtlichen Rahmen geschaffen. Die hat nicht Herrgott oder wer auch immer geschaffen, sondern wir als Gesellschaft. Und man muss sich ganz klar sein, diese rechtlichen Rahmenbedingungen wurden durch massives Politlobbying von Anfang an geschaffen und wurden weiter verschärft durch weiteres Lobbying. Ist gerade jetzt auch mit der Revision des Urheberrechts der Fall. Etwas ganz Schlimmes wird auf Sie zukommen mit dem neuen Urheberrecht, wenn wir das nicht verhindern. Und zwar der Lichtbildschutz. Der Lichtbildschutz, der da sagt, dass eine Fotografie gar keine kreative Schöpfungshöhe mehr haben muss, was sonst beim urheberrechtlichen Werk der Fall ist. Ein Bild, ein Text, alle Werke müssen eigentlich eine sogenannte Schöpfungshöhe haben. Das heißt, sie müssen einen bestimmten Grad an kreativer Schöpfung beinhalten, bevor sie urheberrechtlich geschützt sind. Bei Fotos war das bis jetzt auch der Fall. Aber das Lobbying der Profifotografen, die eben für die Unternehmen irgendwelche Produkte fotografieren, für ihre Shops, ja, die haben es jetzt geschafft, dass in der neuen Revision im Entwurf des Bundesrates drinsteht, dass in Zukunft jedes Foto, egal was da drauf ist, egal wie es geknipst wurde, ist urheberrechtlich geschützt. Jetzt kann man im Moment mal sagen, ja, das ist ja gar nicht schlecht, das ist ja gut, da haben ja was gemacht. Das Problem für uns ist, die Gedächtnisinstitutionen, dass wir noch viel mehr Schwierigkeiten haben werden, Dinge, die verwaist sind, also Objekte, die verwaist sind, überhaupt noch öffentlich darzustellen. Kommt dazu, dass mit diesem Element alles, was bereits in der Public Domain ist, reprivatisiert wird. Wenn wir heute ein Bild von einem Da Vinci irgendwo fotografisch im Netz finden, dann können wir das weiterverwenden, weil das Bild war ja nie urheberrechtlich geschützt. Damals gab es noch kein Urheberrecht, das war also so, das gab es nicht immer. Ja? Und das gab es damals noch nicht, das heißt, solche Bilder sind gar nie urheberrechtlich geschützt gewesen, die sind immer schon in der Public Domain.
Und wenn man jetzt aber diese Bilder nicht mehr fotografieren kann, beziehungsweise wenn die Fotografie des Bildes einen urheberrechtlichen Schutz genießt, dann kann man diese Bilder nicht mehr verbreiten. Und was geschehen wird, ist, dass die großen Bildagenturen wie Getty Images und so weiter hier in die Museen kommen werden und ihnen sagen, wir machen euch die Fotografien von euren Bildern und wir vermarkten das für euch und haben dafür exklusiv Verträge. Und dann werden alle diese Bilder, die man heute auf der Wikipedia noch hat, auch in der Schweiz zum Problem werden, dass man die nutzen kann. Muss sich klar werden, das Urheberrecht wird laufend verschärft und zwar laufend zugunsten der großen Verdiener, die mit diesen Rechten im großen Stil Geld verdienen können. Und nicht um den kleinen Künstler oder Künstlerin, die da so schön im Dachboden oben liegt und am Hungertuch nagt, zu helfen. Das ist einfach nicht die Realität. Gut, meine Hauptargumente sind, wie gesagt, das Urheberrecht ist das Ergebnis eines politischen Prozesses, welche durch die ökonomischen Interessen dieser Vertreter herbeigeführt wurde. Das muss man sich einfach klar sein. Ja? Und dieser Prozess, den können wir auch anders gestalten. Wie gesagt, ich bin Realist genug, dass ich das nicht sehe, aber es ist durchaus denkbar, dass man sagt, wir wollen das anders haben oder wir wollen es nicht haben. Ja? Und die Begründung für die Gewährung von diesen Urheberrechten können widerlegt werden, zumindest in Frage gestellt werden, das werde ich Ihnen zeigen, zwar sowohl aus libertärer wie auch aus egalitärer Sicht. Mir war es ganz wichtig zu zeigen, dass es nicht nur darum geht, dass jetzt irgendwie, dass man sagen kann, ja, das ist ja ein Sozi, das ist klar, dass der das alles geben will. Das ist gar nicht so einfach, diese Linie bei den Befürwortern und gegen das Urheberrecht, sie zieht sich über alle Parteien hindurch. Wir haben bei den Ökonomen Menschen, die auch sehen, dass da eigentlich ökonomischer Blödsinn, und wir haben bei den linken Menschen, die überzeugt sind, dass wir unbedingt das Urheberrecht brauchen müssen, wegen den Kulturschaffenden, ja, dass wir das behalten müssen. Ich zeige, dass es aus beiden Sichten eigentlich nicht nötig ist, das zu behalten. Es gibt zwei Prämissen bei der Urheberrechtsbegründung. Und zwar eine, das ist eine wichtige, man glaubt an einen individuellen Urheber oder Erfinder. Also das Individuum ist quasi das Ding, welches das Werk schafft. Ja? Und zwar allein durch Arbeit dieses Urhebers. Und darum soll dieses Individuum auch die Früchte seiner Arbeit ernten dürfen. Das ist mal eine wichtige Prämisse. Wichtig ist aber, dass wir immer wieder sehen, wenn es dann um die Begründung des Urheberrechts geht oder wenn man das Gesetz selber anschaut, dann heißt es dann immer wieder, ja, das Urheberrecht ist kein Leistungsschutzrecht. Das Urheberrecht ist eigentlich, das Werk wird geschützt des Urhebers. Es geht nicht darum, wie viel Arbeit drin steckt, aber dann wird es trotzdem immer wieder mit der Arbeit verknüpft bei den Menschen. Wenn man dann argumentiert, ja, aber der hat ja dafür gearbeitet. Der Romancier hat 3 Jahre an seinem Roman gearbeitet. Also die Arbeit, die drin steckt, wird dann als Begründung genommen. Obwohl man eigentlich ja dann sagen müsste, ja, da müsste das ja abhängig sein, wie viel Arbeit drin steckt. Und wie viel das man dann bekommen sollte für die Arbeit, die man da gemacht hat. Ja? Es gibt Leute, die haben in 10 Minuten einen Song geschrieben und leben heute noch davon. Ja? Und ich nicht, dass ich das denen nicht gönnen mag. Das ist für mich überhaupt kein Problem. Ich bin keiner weit weg von den Neidern. Ich finde es einfach nicht richtig, weil nur damit der davon leben kann, können wir 95% der anderen Kulturgüter nicht verbreiten. Und das ist das Problem. Ja? Und die zweite Prämisse ist, es entstehen mehr Werke, wenn man diese Monopolrechte, und das Urheberrecht ist nicht anders als ein Monopolrecht, wenn man diese Monopolrechte gewährt. Also die Idee ist eigentlich, das ist ein utilitaristisches Argument, die Idee ist eigentlich, man sagt, wenn es die Urheberrechte nicht gäbe, gäbe es keinen Anreiz für die Werkschaffenden, Werke zu schaffen. Ja? Darum brauchen wir das Urheberrecht, es braucht diesen monetären Anreiz. Neben der Tatsache, dass wir Menschen nicht einfach nur so Reizdinger sind, ja, die man mit ein bisschen Geld vor der Nase irgendwo oder dazu bringen kann, dass sie Werke schaffen, ist es auch sonst absurd. Es gibt ja eine unglaubliche Fülle von Werken, die nicht urheberrechtlich geschützt sind und trotzdem entstehen. Nehmen wir die Open-Source-Bewegung, nehmen wir viele Bereiche in der Mode oder im Design, wo das ja nicht geht, trotzdem entsteht es. Es gibt auch ganz eben bei der Fotografie, was ja bis jetzt so. Wir hatten kein Belichtbildschutz. Und trotzdem gibt es Abermillionen von Fotografien. Dann haben Sie das Gefühl, im Internet hätte es zu wenig Fotografien von Schweizer Fotografen. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass wir mehr Fotografien bekommen. Das scheint nicht der Fall zu sein. Oder? Also das ist irgendwo ein Argument, welches zwar gut klingt, aber einfach nicht funktioniert. Wir haben 3 klassische Begründungen. Ich habe jetzt vorhin die Prämissen gesagt. Prämisse 1, das Individuum ist der Schöpfer. Und Prämisse 2, es gibt mehr Werke, wenn wir Urheberrechte haben, als wenn nicht. Ja. Und die Begründungen dafür sind eben, die sind so, es gibt diese naturrechtliche Begründung, sehen wir dann gleich,
dann gibt es die, das ist eigentlich die Arbeit mit dem Werk verknüpft, dann gibt es die utilitaristische Begründung, das ist eben die sagt, für uns als Gesellschaft kriegen wir mehr, wenn wir das tun, und dann gibt es noch diese persönlichkeitsrechtliche Begründung, die das an die Würde des Menschen hängt mit dem Urheberrecht. Alle drei schauen wir uns kurz an. Bei der naturrechtlichen Begründung ist die Basis eigentlich John Lockes Eigentumsbegründung. Also John Locke sagt ja, mein Körper gehört mir, also ich bin mein Self-Owner, ich gehöre mir selbst. Und darum alles, was ich mache mit meinen Händen, wenn sich das, meine Arbeit mischt mit dem, was ich finde auf der Welt und was ich daraus schaffe, gehört dann mir. Und das ist etwas, was man auch in Frage stellen kann, will ich aber gar nicht. Wir können das mal annehmen und sagen, gut, darauf begründen wir unsere Eigentumstheorie, das können wir tun. Und dann stellt sich aber die Frage, können wir das auch für abstrakte Objekte tun? Also erstens mal kann man das natürlich sagen, wenn ich jetzt irgendwo da durch den Urwald laufe und ich sehe einen Apfelbaum und da fallen die Bäume runter, dann kann ich die nehmen, wenn niemand da ist. Das sagt Locke, ich kann die nehmen und kann die essen. Und ich soll aber, das ist noch wichtig, Locke hat eben noch einen Einwand gemacht, er hat immer gesagt, ich darf nur so viel nehmen, damit es für die anderen auch noch was übrig hat. Ja? Also so viel, wie ich brauche. Das ist schon mal nicht das, was wir heute haben. Oder? Also wir haben eine andere Idee von, ich darf alles nehmen. Ja? Und jetzt, wenn wir uns fragen, ja, gilt das auch für geistige Werke? Dann muss man sich überlegen, was ist das eigentlich mit diesem Eigentum und wie setzt sich das zusammen, sonst kommen wir nicht zum Ziel. Und das müssen wir jetzt dann gleich anschauen. Ja? Wichtig ist, dass man diese Monopolrechte aus meiner Sicht weder von der Self-Ownership-These noch von der Arbeit, die im Werk drinsteckt, ableiten kann. Das schauen wir nachher gleich an. Und dann die utilitaristische Begründung, das ist eben das, was ich vorher gesagt habe, dass die Motivation nötig ist, die monetäre Motivation nötig ist, um Werke zu schaffen. Das ist eine empirische Behauptung. Ja? Da muss man nicht viel Theorie darüber verlieren. Das ist einfach eine Behauptung über die Welt. Das heißt einfach so, man sagt einfach, wenn wir kein Urheberrecht haben, gibt es weniger Werke. Und diese empirische Behauptung, da möchte ich auch gar nicht mehr viel darauf eingehen, das wissen Sie selber, das ist einfach nicht wahr. Das ist einfach nicht wahr. Man kann in die Welt schauen und sehen, dass das nicht stimmt, weil es so viele Dinge gibt, wo es eben viele Werke gibt, ohne diese Rechte zu haben. Ja? Und die Menschen auch Werke schaffen, ohne dass sie diesen monetären Aspekt haben. Es gibt viel mehr als nur das, was hier in den Vordergrund gestellt wird. Bei der persönlichkeitsrechtlichen Begründung ist wichtig, da geht es eigentlich um die Aussagen von Kant und Hegel, dass eigentlich das Werk so eine Art Verlängerung der eigenen Persönlichkeit ist, also meine Expression. Hier muss man wissen, dass zum Beispiel auch Kant, also übrigens aus dieser Begründung werden oft unendliche Schutzfristen abgeleitet. Also wir haben ja heute noch den Punkt, dass wir nach 70 Jahren nach dem Tod des Urhebers ist das Werk dann frei, aber es gibt sehr viele Kulturschaffende, die eigentlich davon überzeugt sind, dass dieser Schutz für immer gelten sollte, für immer und ewig, weil das eben mit der Persönlichkeit verbunden ist. Ja? Und wichtig ist einfach noch, dass der Kant, der dann immer zitiert wird, der hat diese Rechte nur auf das geschriebene Wort gesehen. Ja? Und zwar im Sinne der, für ihn war das geschriebene Wort im Sinne der Aufklärung eine öffentliche Äußerung in der politischen Debatte. Um das ging es ihm. Es ging ihm um den mündigen Menschen in der Öffentlichkeit, der in der Öffentlichkeit durch seine Ausdrücke tätig wird und quasi sich in die politische Debatte einmischt. Er hat auch gesagt, bei Bildern und so brauchen wir das nicht. Ja? Bilder sind keine Expression in seinem Sinn, also bildende Kunst, sondern wirklich das Wort. Und zwar das geschriebene Wort im Sinne des gesprochenen Wortes, die Diskussion, die politische Debatte. Es ging hier nicht darum, irgendwelche Romanciers zu schützen. Und was eben auch wichtig ist, es gibt wenig Hinweise darauf, dass das Hervorbringen eines Werkes das Ergebnis der Persönlichkeit alleine ist. Das ist auch noch wichtig. Wir alle leben in interpersonellen, kreativen Clusters, wo wir eigentlich gemeinsam diese Dinge hervorbringen. Ja? Darum gibt es so etwas wie Zeitgeist. Darum gibt es Dinge, die einfach in der Luft liegen und dann entstehen. Ja? Und darum kann man nie davon ausgehen, dass das immer nur der eine Mensch ist. Darauf kommen wir wahrscheinlich dann noch zurück, wenn wir genug Zeit haben. Wichtig ist auch noch der interessante Aspekt, dass wir im Urheberrecht sogenannte Urheberrechtsschranken haben. Das ist ein juristischer Begriff, der dann diese Rechte, diese Monopolrechte, die dann im Urheberrecht gewährt werden, wieder in Frage stellt und sagt, ja, diese Rechte gelten zwar und die gelten absolut, aber es gibt Ausnahmen, zum Beispiel in der Lehre. Sie dürfen gewisse Dinge tun hier, was andere nicht tun dürfen. Zum Beispiel eben, dass es irgendwann dass es Bereiche gibt, wo man es im privaten Bereich darf ich Kopien machen und so weiter. Also diese Einschränkung gibt es. Und da sage ich halt immer, wenn es ja
Wenn alle diese Begründungen für sich alleine und in Kombination so hieb- und stichfest wären, warum um alles in der Welt gibt es dann diese Schranken? Ja? Die bräuchten wir dann nicht, wenn das alles stimmen würde, was man da sagt zu diesen Rechten, warum es die braucht. Ja? Jetzt kommen wir nochmal zu diesen Monopolrechten, wie sie eben vom Self-Ownership her, von der naturrechtlichen Begründung her in Frage zu stellen sind. Es geht um die Frage, verdient der Urheber sein de jure Monopol? De jure Monopol heißt, er hat ein Monopol, welches ihm durch das Recht gewährt wird. Ja? Es gibt auch de facto Monopole, das sind Monopole, die einfach entstehen durch die Situation in der Welt draußen, vereinfacht gesagt. Ja? Und die Frage ist, warum kriegt der Urheber sein de jure Monopol? Und wie gesagt, die Begründung ist eigentlich die Self-Ownership. Ich bin der Eigner meines Werkes. Und jetzt muss man aber wissen, das Eigentum ist eine ganz schwierige Geschichte, wenn man es mal beginnt versuchen zu erfassen. Was ist eigentlich Eigentum? Das wäre natürlich eine mehrwöchiges Philosophie-Seminar nur zum Thema Eigentum, aber nur ganz kurz. Wichtig ist, Eigentum ist nicht so klar, wie man auf den ersten Blick denkt. Und wir leben alle überall mit Einschränkungen des Eigentums und mit Dingen, die wir nicht einfach so für uns haben können. Und ich sage immer, das Deine ist nicht dir alleine. Grundsätzlich. Das ist mal so ein Grundsatz, den man sich einfach klar werden muss. Und begründen kann man das auch mit verschiedenen philosophischen Überlegungen. Eine wird von John Christman eigentlich gezeigt. Er sagt mit anderen zusammen, dass man das Eigentum als zwei Bündel von Rechten anschauen kann. Das Eigentum ist nicht eine Beziehung zwischen mir und dem Ding da, sondern ist eigentlich eine Rechtsbeziehung, die wir untereinander, eine gesellschaftliche Konvention, die wir miteinander abgemacht haben. Und diese Bündel von Rechten, die kann man in einerseits in Kontrollrechte und in Einkommensrechte aufteilen. Kontrollrechte sind diese Rechte, dass ich das Ding, das mir gehört, nutzen kann. Ich kann es quasi kaputt machen, wenn ich will. Ich kann es jemand anderem geben. Das ist quasi das Kontrollrecht. Das Einkommensrecht, also die Einkommensrechte ist, dass ich das Einkommen aus der Transaktion mit diesem Element haben kann, nicht am Kapital. Beispiel mit den Bäumen. Wenn ich einen Baum pflanze und der bringt mir nachher Äpfel herunter, ja, dann sind diese Äpfel mir. Und ich kann die alle essen oder zu Most verarbeiten und dann trinken oder wie auch immer. Das ist alles noch kein Einkommensrecht. Erst wenn ich davon Äpfel nehme und die dann verkaufe zum Beispiel, ja, und daraus einen Profit erziele, dann nutze ich mein Einkommensrecht an diesem Kapitalwert Baum, Apfelbaum, der dann die Äpfel gibt. Ja. Und der Punkt ist jetzt, dass das Einkommen aus, so leben wir heute in der Marktwirtschaft, aber der Witz ist eben, das Einkommen aus der Transaktion ist völlig unabhängig davon, wie viel Arbeit ich da reingesteckt habe. Die Frage, zu welchem Preis ich die Äpfel verkaufen kann, hat nichts damit zu tun, wie lange ich damit gearbeitet habe, bis diese Äpfel da waren. Die Frage ist nur, gibt es einen Markt, gibt es eine Marktinfrastruktur, die mir erlaubt, diese Äpfel zu verkaufen? Und wenn ja, gibt es jemanden, der mir diese Äpfel zum Preis X abkauft? Ja? Und der Preis, den er dafür bezahlt oder zu bezahlen bereit ist, ist völlig unabhängig von meiner Arbeit, die drin steckt. Damit will ich sagen, ein Transaktionsgewinn, den man auf dem Markt erzielen kann, egal ob dieses Gut ein physikalisches Gut oder ein abstraktes ist, hat überhaupt nichts mit der Arbeit zu tun, die wir da reinstecken. Sondern der Grund, warum wir diesen Transaktionsgewinn erzielen können, ist einzig und allein der, dass es jemanden gibt, der dafür bereit ist, diesen Preis zu bezahlen und dass wir eine Marktinfrastruktur haben, die es überhaupt erlaubt, diese Transaktion umzusetzen. Und das bedeutet, es gibt kein Einkommen von Eigentum ohne Gesellschaft. Das ist mal ein wichtiger Grundsatz. Ja? Und darum fliegen alle diese ultralibertären Ideen, die glauben, alles gehört nur mir und ich bin der Einzige. Und das funktioniert nicht, weil das nützt nichts, wenn er alleine auf einer Insel ist, kann er das alles besitzen, aber es nützt ihm nichts. Ja? Es nützt mir nichts, 100 Millionen Äpfel zu haben, wenn ich alleine bin. Ja? Das nützt mir erst was, wenn ich die weitergeben kann. Und jetzt, wenn man das erkannt hat, dann muss man sich natürlich fragen, ja gut, wie sollen denn diese Einkommen von der Transaktion verteilt werden? Und das ist eigentlich die wichtige Frage, die Christman stellt und zeigt, dass man natürlich nicht unbedingt sagen kann, nur derjenige, der die Äpfel hat, soll den gesamten Profit haben können. Ja? Aber das ist dann eine Geschichte, die immer weitergeht. Wichtig ist, dass wenn man postuliert, wer Arbeit geleistet hat, soll auch den Profit haben. Allerdings keine logische Verbindung zwischen der Arbeit, die investiert wurde, und dem Profit, der auf dem Markt realisiert wurde, existiert, dann kann man nicht sagen, dass die Höhe des Profites irgendwas mit der Arbeit zu tun hat.
sondern die hat nur mit der zufälligen Situation, die der Mensch, der etwas gemacht hat, vorfindet in seiner Welt. Das ist eigentlich eine wichtige Überlegung, die dahinter steckt. Ja? Und darum gibt es auch keinen Grund, jemandem jetzt ein Monopolrecht zu geben, dass er diesen Profit maximieren kann. Weil er hat, das hat nichts mit seiner Arbeit zu tun, dass er diesen Profit machen kann. Das hat damit zu tun, dass es hier einen Markt gibt, der irgendwo von der Gesellschaft gemacht wurde. Ja? Und das ist auch noch wichtig, ich sage gar nicht, dass man keinen Profit erzielen darf. Habe ich kein Problem, das darf man schon. Ja? Aber man soll nicht ein Monopolrecht bekommen, um diesen Profit maximieren zu können, weil dafür gibt es keine Begründung. Wenn man vorher gesagt hat, die naturrechtliche Begründung, es hängt damit zusammen, wie viel Arbeit ich reinstecke, und dann aber zum Schluss kommen kann, dass die Arbeit gar nicht relevant ist für den Profit, den ich erzielen kann, dann gibt es für mich keine Möglichkeit mehr, deswegen ein Monopolrecht zu gewähren. Ja? Also das ist ein wichtiger Punkt, warum ich glaube, auf dieser Basis kommen wir nicht zum Ziel, auf dieser Basis können wir kein Urheberrecht gewähren. Ja? Ein Urheberrecht im Sinne eines Monopolrechts. Ja? Bei den Kontrollrechten ist es noch wichtig, das ist auch ein wichtiger Punkt beim Eigentum, die machen nur Sinn bei physischen Objekten, die knapp sind. Es gibt Kontrollrechte, wir haben gesehen, Eigentumsrechte sind Einkommensrechte, haben wir abgehandelt, und es gibt Kontrollrechte. Kontrollrechte brauchen wir bei den abstrakten Objekten nicht, weil die Kontrollrechte machen nur Sinn bei Dingen, die sich verbrauchen, wenn sie genutzt werden. Ja? Und sobald Sie bei digitalen Repräsentationen von Inhalten keine Verbrauchsprobleme mehr haben, brauchen Sie keine Kontrollrechte mehr. Das sind Non-Rival Goods. Da hat es keinen Sinn, irgendwelche exklusive Kontrollrechte zu gewähren. Wichtig ist eben Werke. Ich habe zwar das Baumbeispiel genommen, aber Werke sind keine Bäume. Denn die Äpfel, die da wachsen, die sind unbegrenzt. Ja. Dann der zweite Punkt ist eben das mit dem Schöpfer. Der Mythos des individuellen Schöpfers. Das ist ein wichtiger Punkt. Hier ist es so, dass man ja immer wieder, wenn wir Künstler fragen, die Antwort bekommen, also wie hast du das gemacht, was entsteht, und so, da ist immer wieder der Punkt, ja, das kommt von innen. Ich kann das auch nicht erklären, es kommt einfach. Ja. Oder es gibt auch andere Sachen, es kommt von außen. Ja. Das kommt ganz darauf an, wo man religiös steht wahrscheinlich. Aber irgendwo kommt es her, ja. Nur nicht von einem selbst. Und dann frage ich mich, warum um alles in der Welt soll dann derjenige, der das irgendwie bekommt, entweder von der Muse zugeschickt oder von innen irgendwie, warum soll dann der deswegen als alleiniger Schöpfer dastehen? Und wenn wir versuchen zu analysieren, wie Kreativität eigentlich entsteht, dann ist es völlig klar mittlerweile, dass das ein interpersoneller Prozess ist, der eigentlich über die verschiedenen Köpfe hinweg geht. Und da gibt es natürlich viele Theorien, wie das geht. Eine ist die Meme Theory von Dawkins. Es gibt viele andere, aber der Punkt ist eigentlich, geht immer ein bisschen in dieselbe Richtung. Informationen, Inhalte, Ideen, die kopieren sich von Hirn zu Hirn, laufend. Ja? Und daraus entsteht eben auch der Zeitgeist und solche Dinge. Ja? Und alle Werke, die entstehen, sind, ich nehme immer das Bild, ist dann immer das Fass, das zum Überlaufen gebracht wird. Also irgendwo ist ein Fass da mit einer Idee, dort tröpfelt das rein und irgendbei einem der Menschen ist dann derjenige, der das Fass zum Überlaufen bringt und dort kommt es dann raus. Ja? Und das ist schön und toll, aber dass es genau dort rauskommt, bei diesen Menschen zu diesem Zeitpunkt, ist reiner Zufall, ist Kontingenz, das ist einfach passiert. Ja? Und das kann man nicht sagen, er ist dafür verantwortlich und darum soll er jetzt für die nächsten 70 Jahre bis zu seinem Tod und seine Erben auch noch und die Firmen sowieso bis zu Ewigkeiten davon alles selber alleine durch ein Monopolrecht abziehen können. Das ist einfach nicht korrekt. Ja? Und darum muss man auch diese Geschichte vom individuellen Schöpfer eigentlich vergessen. Die ist obsolet und es hat immer schon ganz viele gegeben, die das gesagt haben. Auch Einstein sagt das. Viele, ihr müsst euch mal achten, ich sehe fast jeden Tag in der Zeitung irgendwelche Aussagen in diese Richtung, dass Leute, die zwar von Urheber- oder Patentrechten profitieren, immer wieder erzählen, dass sie eigentlich das gar nicht gemacht haben, sondern eben entweder ist es passiert oder sie wissen, dass sie auf den Schultern der Giganten stehen und, ja. Aber das ist eine Erkenntnis, die eigentlich da ist und die Behauptung, das Individuum sei der Schöpfer, wird nur dazu benutzt, um politisch sicherzustellen, dass das Mana weiterfließt. Es gibt eigentlich die Frage noch, ob eine Gesellschaft gerecht ist, wenn sie Intellectual Commons hat, also wenn die Inhalte für alle verfügbar sind. Und da ist einfach wichtig, es gibt zwei verschiedene Konzepte von Gerechtigkeit. Es gibt die Frage der individuellen Freiheit. Wird die eingeschränkt, wenn wir die Urheberrechte abschaffen? Und die andere Frage ist die der Verteilgerechtigkeit. Kann man besser verteilen, wenn man die Urheberrechte abschafft, oder wird besser verteilt, wenn wir sie haben? Ja? Und da habe ich auch hier drin alles erklärt. Ich kann jetzt hier nicht mehr auf alles reingehen, aber wichtig ist einfach im Prinzip,
muss man sagen, dass in einer Welt, in der es keine Urheberrechte gäbe, alle auf alle Werke zugreifen können. Das heißt, es gibt keine Monopolrechte. Das bedeutet aber nicht, dass wir dann keine Geschäftsmodelle bauen können damit oder andere Dinge machen können. Der Unterschied ist einfach der, es gibt viel mehr Werke, weil alle verfügbar sind. Und der Witz ist, dass ja alle dann auf alle zugreifen können und alles nutzen können. Und es gibt ja auch Kunstrichtungen, die mit solchen Dingen spielen, auch in der Musik. Das ganze Remixing ist ein Riesenproblem, dass man das nicht lösen kann, solange wir das Urheberrecht haben. Es geht ganz viel Kreativität verloren. Die ganze Dialogform heutzutage, oder wenn wir sitzen nicht mehr ums Feuer herum und erzählen uns irgendwelche Geschichten über Generationen hinweg und halten so quasi unser gemeinsames Geschichtsgut aufrecht, sondern wir sitzen am Computer und senden Memes, die wir machen. Wir nehmen irgendwelche Screens aus Filmen raus und verändern die und schicken die dann weg. Das ist heute Teil der Kommunikation, Werke zu nutzen, die da sind, und dann wieder zu nutzen, um etwas auszusagen. Das gehört mit dazu. Und das Urheberrecht verhindert das. Ja? Und der Punkt ist, wenn wir eine Welt ohne Urheberrechte hätten, dann kann man auch aus völlig brutal libertärer Sicht sagen, super. Weil dann können alle alles machen, niemand wird daran gehindert, irgendwas zu tun mit diesen Werken. Ja? Also das heißt, aus libertärer Sicht, es gibt noch mehr dazu zu sagen, aber ich schließe es dann gleich ab, aus libertärer Sicht gibt es keinen Grund, die Urheberrechte zu behalten, außer man ist eben gar nicht, wirtschaftsliberal, wie es jeweils so heißt, sondern man sucht etwas anderes. Ihr alle wisst, die ökonomische Grundhaltung im Sinne von Adam Smith, dass der Markt das Beste ist, sagt ja immer, völlig einfach. Der Markt führt zu einer besseren Verteilung, weil der Wettbewerb letztendlich zu einem Nullprofit führt. Ja? Ein richtiger Wettbewerb führt dazu, dass eigentlich nur noch die Produktionskosten bezahlt werden. Das wäre eigentlich genau das Richtige. Ja? Was machen jetzt aber alle diese Unternehmer, die sogenannten, ja, die ganze Zeit den Markt schreien? Sie machen alles, um diesen Markt zu verhindern. Sie machen Kartelle, sie suchen Monopole, sie suchen Größe, dass sie die Wettbewerber ausschalten. Sie wollen den Wettbewerb immer ausschalten. Das sind gar keine liberalen Menschen, sondern das sind einfach gierige, ökonomisch getriebene Menschen. Und die haben nicht verstanden, wie der Markt eigentlich der Gesellschaft helfen würde. Und wenn man wirklich der Meinung ist, der Markt ist das Richtige, wenn man das wirklich ernst und ehrlich meint, dann darf man keine Monopole geben, sondern dann muss man eben genau damit leben, dass der Profit eigentlich gar nirgends existieren kann, weil am Schluss immer der Markt dafür sorgt, dass man nur noch die Produktionskosten hat. Dann ist die beste Verteilung erreicht. Und dasselbe Problem haben wir auch bei der egalitären Verteidigung der Intellectual Commons. Also wenn es darum geht, kann man bessere Verteilung herstellen, wenn man diese Urheberrechte gewährt. Und hier ist es klar, dass man nicht sagen kann, wenn wir keine Urheberrechte mehr haben, dass dann die Künstler besser dastehen. Das wird nicht der Fall sein. Aber was man auch nicht sagen kann, dass sie mit dem Urheberrecht besser dastehen. Und das ist die große Behauptung, die im Raum steht. Ja, es wird immer behauptet, der Kunst, der Kultur und allen anderen, die irgendwas machen, gehe es besser wegen dem Urheberrecht. Und das ist auch eine empirische Aussage, die Sie völlig einfach widerlegen können. Finden Sie mal heraus, wie viele Menschen in der Schweiz vom Bücherschreiben im Bereich der Belletristik leben können, dank dem Urheberrecht. Das ist wahrscheinlich eine Handvoll, mehr nicht. Und alle anderen können das nicht. Und es ist nicht so, dass wir dank dem Urheberrecht irgendwo eine Kulturförderung hinbekommen haben, sondern wir fördern einfach die Kultur. Und das finde ich gut. Und das sollen wir auch weiterhin tun. Aber das Urheberrecht braucht es dafür nicht. Nehmen Sie das Schweizer Filmschaffen. 90%, wenn nicht mehr, der Schweizer Filme werden von niemandem gesehen. Sind aber alle finanziert. Komplett finanziert. Ein Film wird gemacht, er wird dann irgendwann irgendwo im Xenix oder so gezeigt. Ja? Und nachher geht er vielleicht noch am Morgen um 2 bei Arte oder 3sat über den Flimmerkasten, und dann wird die ganze Büchse an die Cinemathek in Lausanne geschickt, und dort kommt diese Büchse in den Keller. Dort haben wir vor 10 Jahren für 100 Millionen einen schönen großen Keller gebaut, da kann man diese Büchse da reintun. Und dann wartet man 100 Jahre, dass dann jemand anders diese Büchse öffnen kann und sagen kann, oh, die müssen wir restaurieren. Ja? Und dann wird die restauriert. Und gesehen hat den Film aber nie jemand. Ja? Und eigentlich ist er aber bezahlt. Und niemand, und alle Gründe, die dann dafür sprechen, dass man den eigentlich ins Netz stellen würde, ist immer Urheberrecht, Urheberrecht, Urheberrecht. Ja? Aber eigentlich hätte niemand irgendeinen Verlust, wenn man diese Filme sehen würde. Und auch hier wieder, bedenkt,
Das ganze Kulturschaffen der Schweiz des 20. Jahrhunderts ist nicht verfügbar wegen dem Urheberrecht. Damit Walt Disney weiterhin viel Geld machen kann, damit irgendwelche komische Popstars viel Geld machen kann. Ich mag das denen gönnen, sie sollen so viel Geld machen, wie sie wollen, aber sie sollen nicht verhindern, dass wir unser Kulturschaffen nicht verfügbar machen können. Besten Dank. Vielen Dank, Andrea. Zeitlich, glaube ich, habe ich es noch so Kurve gekriegt. Vielen Dank für deinen engagierten Vortrag. Wir haben jetzt noch eine kurze, aber hoffentlich intensive Diskussion vor uns. Du hast uns sicher einige Reibungspunkte geliefert. Ja, meine Damen und Herren, die Diskussion ist eröffnet. Wem darf ich das Mikrofon überreichen? Also was mich wundern nimmt, ist einfach, wie sollen diese Menschen dann Geld verdienen? Ich meine, die meisten, die ja Kunst schaffen, sind, auch wenn sie vielleicht damit im Moment kein Geld verdienen, haben sie die Hoffnung, dass sie dadurch irgendwann vielleicht davon leben könnten? Das ist richtig, aber das ist ja genau der Witz. Mit dieser Hoffnung spielen die großen Konzerne. Ja. Das ist der Grund, warum die meisten dann bereit sind, eigentlich zum Beispiel auch ihre Verträge so zu gestalten, dass sie alle Rechte abgehen an ihren Werken und dann doch nie zum Ziel kommen. Ich glaube, es ist bei der Kultur, wie bei vielen anderen Dingen so, man kann nur überleben, indem man dafür sorgt, dass irgendjemand dafür bezahlt. Ja? Und dieser irgendjemand, der kann der Staat sein, die Gesellschaft durch Kulturförderung, beim Unternehmen unten, wo ich reingekommen bin, sind ja gerade diese Entrepreneur-Dinger da, werden hier gefördert, ja? Die haben dasselbe Problem. Die müssen auch Leute überzeugen über ihre Idee, dass ihnen jemand Geld gibt. Ja? Und im Unternehmertum sagt man dann immer am Anfang, nimmst du mal Friends, Family und Fools, ja? Die dir dann Geld geben und das ist bei Kultur genau dasselbe. Du musst halt schauen, dass du zum Geld kommst. Das hat nichts mit dem Urheberrecht zu tun. Kulturförderung müssen wir nicht in Frage stellen. Wir können den Leuten Geld geben, wie wir es heute tun. Ja? Wir können durchaus sagen als Gesellschaft, da bin ich sogar dafür, wir sagen, wir wollen, dass wir einen bestimmten Stock an Schweizer Filmen haben, an Schweizer Literatur schaffen und wir fördern die, wie das heute geschieht. Nochmal, der größte Teil der Schweizer Kulturschaffenden kann nur durch Fördergelder überleben. Und die paar wenigen, die irgendwo mal so weit kommen, die kriegen das kann das nie rechtfertigen, was wir hier tun. Ja? Bitte? Mit der Begründung, also wenn ich einen guten Song schreibe und der nicht geschützt ist, dann hat ja Sony zum Beispiel ein leichtes, damit viel Geld zu verdienen und ich habe keine Chance, mich dagegen zu wehren. Was wäre der Alternativschutz eines Künstlers, dass er eben genau vor den Monopolisten dann geschützt wäre? Genau. Wichtig ist, wenn es kein Urheberrecht gibt, gibt es keine Sony. Das ist eben der Punkt. Oder? Die Sony, Walt Disneys, Die alle diese Firmen, die großen Labels, also die Konzentration zum Beispiel in der Musik, gibt es noch drei große Labels, ja, oder vier. Die verdienen jedes Jahr Milliarden dazu, weil bei der Musik ist es so wunderbar, die Musiker haben sich so gewehrt. Ich habe immer gesagt, schaut mal, eure Musik ist sowieso gratis. Ihr habt nicht das Problem, auch bei den Autoren, ihr habt nicht das Problem, dass ihr kopiert werdet, sondern das Problem, dass keine Sau euch hören will. Das ist das Problem, ja. Und das ist bei den allermeisten der Fall. Und das Einzige, was man tun kann, ist raus damit und hoffen, dass man dann Leute erreichen kann. Und wenn es keine Sony mehr gibt, dann gibt es nachher ganz andere Möglichkeiten, wie man das monetarisieren kann. Man kann, das ist wichtig, wenn man Kultur verkauft, geht es selten darum, dass man das Werk verkauft, also den Inhalt, sondern ganz viele Dinge mit, zum Beispiel Persönlichkeit. Ich sage, nehme ein Beispiel in der Musik. Es gibt AC/DC, ja. Für die Älteren unter euch, die kennen das vielleicht, das ist so Musik aus den 70er Jahren, da läuft jemand also ist zwar gestorben, aber der Witz ist, die haben jetzt bis vor kurzem haben die Hallenstadien gefüllt, auch hier in der Schweiz. Ja? Und für ganz viel Geld haben die Konzerte veranstaltet und die Leute sind dahin gegangen. Es gibt aber auch seit Jahren ganz viele AC/DC-Coverbands und die machen das auch sehr gut. Und wenn man dann eine gute Coverband sieht, dann muss man sagen, ja, das ist auch recht gut. Ja? Aber trotzdem
Und die kopieren eigentlich das Zeugs. Ja? Klar kriegt AC/DC von denen dann noch ein bisschen Geld, aber glaubt mir, das ist absolut irrelevant, was da reinfließt von diesen Konzerten, von diesen Coverbands. Nicht relevant. Ja? Aber der Witz ist, AC/DC kann trotzdem die Hallen noch füllen, weil sie eben AC/DC sind. Ja? Und bei Büchern zum Beispiel ist es so, ich mache das eben hier auch so, das Buch kann man gratis im Netz lesen, trotzdem kann man das PDF kaufen oder das gedruckte Buch. Menschen sind verschieden. Es gibt Leute, die sind jetzt vielleicht gerade an einer Arbeit und brauchen einen Absatz daraus. Dann ist es völlig egal, dann kann er das online schnell anschauen, braucht nicht ein Buch zu kaufen. Andere finden, das ist ein sympathischer, dieser von Gunther, ich kaufe dem das Buch ab. Wieder andere sagen, ich will einfach nur Bücher bei mir haben. Ja? Der Preis oder die Idee, was dahinter steckt, das ist völlig individuell. Ich mache ein weiteres Beispiel. Im Bahnhof Zürich, wenn Sie aus dem Zug kommen, da können Sie oben beim Kiosk ein Coca-Cola für 4.10 Franken kaufen. Und Sie können aber auch die Rolltreppe runter in die Migros und dort kriegen Sie dasselbe für 1.10 Franken. Und es gibt beides. Es gibt Menschen, die gehen da runter und es gibt sehr viele, die kaufen es da oben. Und die Gründe sind ganz verschieden. Und ich denke, Kulturschaffende und auch Wissenschaftler, die Werke geben müssen, weitergeben wollen, die wollen ja vor allem, dass sie verbreitet werden. Und wie man dann Geld verdient, da gibt es dann ganz viele neue Möglichkeiten, die man damit da nutzen kann. Ja? Genau das würde mich interessieren, weil also wenn wir ein Grundeinkommen für jeden hätten, ich glaube, dann würde es wahrscheinlich... Das ist auch schon mal gut, das will ich natürlich auch. Das will ich auch, aber es gibt heute ganz viele Beispiele, also es gibt ganz viele neue Künstler, die zum Beispiel gibt es eine Band, können Sie das googeln, die heißt Pomplemousse, ja. Die haben mit Covers begonnen, die haben dann eine Plattform noch ins Netz gestellt, Patreon, da können die Leute die anderen unterstützen. Die machen mit YouTube-Videos, haben die begonnen, heute machen die selber Konzerte, und verkaufen die Tickets schon selber. Also die gehen nicht hin und fragen, kann ich bitte ein Konzert machen hier, sondern die gehen hin und sagen, hey, ich mache bei euch in der Stadt ein Konzert, ich bekomme 1.000 Leute Minimum, ja? Was zahlt ihr mir dafür, dass ich das bei euch mache? Ja? Und das ist nur gegangen, weil sie sich im Netz eine Fangemeinde aufgebaut haben. Ja? Etwas haben Sie in meiner Meinung nach noch nicht erwähnt. Ich meine, wenn ein Künstler ein Werk macht und eine gewisse Vision zum Beispiel, wie es interpretiert werden soll. Und ich meine, wenn es jetzt eben halt Filme gibt, also um ein Beispiel zu nehmen, Metropolis, das wurde vor ein paar Jahren kolorisiert. Irgendein Südtiroler Komponist hat dazu eine neue Art von Musik geschrieben. Ja, ist das jetzt noch der Metropolis-Film so, wie ihn der Regisseur, Drehbuchautor damals gewollt hat, als ein gewisses auch Zeitdokument, oder ist das einfach frei verfügbare Masse, die man kreativ verändern kann, wie ein späterer Zeitgenosse das gerne möchte? Ja, also das ist natürlich klar, diesen Streitpunkt, den gibt es, den berühre ich hier leider nicht im Buch. Das ist ja irgend so eine kulturtheoretische Geschichte, aber ich habe eine Haltung dazu. Ja. Ich bin natürlich ganz klar der Meinung, ein Künstler kann sein Werk, sobald er es freigelassen hat, nicht mehr kontrollieren, hat auch kein Recht dazu. Es gehört dann als Teil der Gesellschaft, gehört dann zum Teil des kollektiven Arbeitens der Gesellschaft und das darf man nicht mehr verhindern wollen. Ja, also das ist natürlich eine Grundvoraussetzung, die man dann haben muss und man darf das nicht mehr verhindern wollen. Und wir haben ja diese Diskussion in der klassischen Musik, wir haben sie in der Theaterwelt, wir haben sie immer und überall, aber ich denke natürlich schon, der Witz ist eben, dass es veränderbar sein sollte. Und schauen Sie, wenn wir das Urheberrecht seit Anbeginn der Menschheit hätten, ja, und zwar so, wie es die Radikalen haben wollen, nämlich für immer und ewig, dann gäbe es keine Kultur. Weil alles, auch Walt Disney, hat ja alles nur aus dem Schatz der Kollektivkultur gezogen und das einfach gezeichnet. Aber er hat eigentlich alles aus dem Schatz unserer Kultur gezogen. Und sehr viele dieser Dinge, dort ist es so offensichtlich, manchmal ist es halt nicht so offensichtlich, aber der Witz ist, ein Werk, das rauskommt und dann rezipiert wird, hat es nicht verdient oder kann nicht von irgendjemandem dann noch für sich beansprucht werden, weil bereits die Rezeption ist eigentlich dann wieder eine Verarbeitung des Werkes und ist ein Teil der gesellschaftlichen Kultur. Ja. Darf ich hier auch noch eine Frage stellen? Du sagst, also du hast das Beispiel von Walt Disney gebracht. Wenn wir jetzt an Mickey Mouse denken, dann ist das eine Umsetzung von einer Idee. Jetzt wird eine Tiergestalt genommen, die wie ein Mensch ist. Und was jetzt ja durch das Urheberrecht geschützt ist, ist ja nur diese eine Expression. Also alle anderen Expressionen derselben Idee, die sind ja immer noch möglich. Also ich kann Fix und Foxy machen, ich kann Garfield machen, das ist alles noch erlaubt. Also ist geht dieser urheberrechtliche Schutz wirklich so weit, dass der kulturelle Prozess dadurch gestört wird? Ja, aus meiner Sicht schon. Also jetzt im Fall von Walt Disney's Mickey Mouse ist es zum Beispiel ja so, dass gerade der Konzern Walt Disney
sich immer wieder dafür eingesetzt hat, dass dann, wenn die Urheberrechte ausgelaufen werden, dass die verlängert werden. Ja? Mickey Mouse, aus meiner Sicht, ist bereits Teil der Gesellschaft geworden, dass niemand mehr ein Recht darauf haben kann. Das muss man nutzen können, verarbeiten können, damit arbeiten können, weil das mittlerweile Teil der Welt geworden ist. Ja? Und gerade diese ewige Verlängerung, diese, ich finde eben Walt Disney ist für mich das schlechteste Beispiel, weil er eben dauernd immer wieder verlängert. Der will, also der Konzern will, dass das nie mehr aufhört. Also ich bin Jurist, bin aber Mitarbeiter in einer Bibliothek, Gedächtnisinstitution. Und dennoch, ich gebe Ihnen weitgehend recht, wenn ich probiere zu denken außerhalb von diesem rechtlichen Rahmen, dann denke ich, ist das ja auch eine Utopie, haben Sie eingangs gesagt. Wie wäre es, wenn man mal beginnt mit kleinen Schritten, zum Beispiel diese Schutzfristen, die unsäglichen Schutzfristen, die sind nämlich nicht nur die 70 Jahre, sondern sind etwa noch 40 dazu. Wenn man schafft ein Werk, dann lebt er vielleicht noch 40 Jahre, wir gehen immer von etwa 110 Jahren aus. Ja, klar. Und ich mich wundere, Sie sind auch Politiker. Mhm. Wie gehen Sie das politisch an? Mhm. Schauen Sie, Sie sprechen mir aus dem Herzen. Und an diesem Beispiel kann ich Ihnen eben sehr schön zeigen, wie verfahren die Situation ist. Weil diese internationale Urheberrechtslobby es geschafft hat, das alles in internationale Verträge zu koppeln, das ist eben das Verrückte. Wir können in der Schweiz zum Beispiel nicht, wir können nicht weiter zurück als 50 Jahre nach dem Tod. Das ist in der Berner Konvention geregelt, das ist nachher später in anderen Konventionen geregelt. Also die schaffen das immer, die haben zum Beispiel die letzte Verlängerung, haben sie über die Uruguay-Runde in den GATT-Verhandlungen in den 90er Jahren am Schluss noch schnell reingeschmuggelt, zusammen mit den Pharmakonzernen. Also es sind die Großkonzerne, die immer wieder dafür sorgen, dass diese Schutzfristen laufend verlängert wurden. Am Anfang waren sie 20 Jahre nach Werksentstehung. Und das hat man laufend verlängert und zwar so gemacht, dass einzelne Staaten gar nicht mehr anders können. Die können gar nicht zurück. Wir können nicht zurück. Und jetzt in dieser URG-Revision, die wir jetzt kommen, wird wieder verlängert. Ja, jetzt werden die Leistungsschutzrechte der Tonträgeraufnahmen mit dem Argument, wir müssen uns Europa angleichen, von denselben, die sonst Europa, von Europa nichts wissen wollen, werden jetzt diese 50 Jahre nach der Produktion auf 70 Jahre nach der Produktion verlängert. Und das ist ja eine völlig willkürliche Zahl. Ja? Sie nehmen dann noch die 70 Jahre, weil das ja schon bei den Urhebern drin ist, aber dort reden wir ja von 70 Jahren nach dem Tod, bei den Leistungsschutzrechten 70 Jahre nach der Produktion. Also wir werden hier, man kann es nicht anders sagen, verarscht. Und es ist wirklich so, dass dauernd die ganze Industrie dafür sorgt, dass die Menschen glauben, dass das, was sie tun, für die Künstler ist. Und dummerweise ist es auch so, dass sehr viele Künstler, gerade in der Schweiz, die Musikschaffenden, sich vor den Karren spannen lassen, der Plattenindustrie, und davor vorne reinrennen, um dafür zu sorgen, dass das so kommt, wie es kommt. Ich habe mittlerweile auch keine Erbarmen mehr. Ja. Ich denke nur, man sollte probieren, eben auch kleine Schritte zu gehen. Das ist dann aber Frage von Realpolitik. Ja. Wir haben in der Vernehmung, wenn man dort angreift und natürlich. Letztlich bei den Schutzfristen geht, dann das ganze andere, das wird dann einfach unisono abgewiesen. Aber glauben Sie, wir haben bei der Vernehmlassungsantwort auf den ersten Entwurf des Bundesrates, haben wir das auf ganz verschiedenen Ebenen getan, unter anderem auch mit den Gedächtnisinstitutionen zusammen. Wir haben in der Vernehmlassung, wir haben dafür gesorgt, dass über 600 Vernehmlassungsantworten gekommen sind von uns. Und das hat ja die alle durcheinander gebracht. Und dort haben wir überall reingeschrieben, dass diese Schutzfristen runter müssen. Das haben wir immer da reingeschrieben. Aber was macht die Politik? Sie geht hin und stoppt den Vernehmlassungsprozess. Ja, die haben ja gar nicht eigentlich damit weitergearbeitet, sondern diese alte AGUR 12, diese Gruppe Urheberrechtsvertretern wieder zusammengeführt und dort eigentlich dann das neue Gesetz jetzt ausgearbeitet, welches wir jetzt hier haben. Ja. Wir versuchen das, glauben Sie mir. Auf allen Ebenen versuchen wir das, aber das hat niemand gehört dafür. Ja. Darf ich noch etwas ganz anderes sagen? Ja. Was uns natürlich ärgert in den wissenschaftlichen Bibliotheken, ist noch etwas anderes, dass quasi Werke geschaffen werden, mit Steuern, Mitteln bezahlt. Ja, letztlich, das ist, wäre dreimal. Auch noch ein Ansatz. Es wird dreimal man bezahlt mehrmals für dasselbe. Klar. Und letztlich, wer profitiert die großen Verlage bei uns, Elsevier und andere? Genau. Das müsste man auch noch publik oder mehr publik machen oder vermehrt darauf hinweisen. Aber da wird natürlich auch an vielen Orten gekämpft. Also es gibt ja diesen ich weiß jetzt den Namen gerade nicht, der eine Crowdfunding-Kampagne zum Beispiel herausfinden will, wie viel bezahlen eigentlich die Universitätsbibliotheken für diese Verträge. Ja?
Dann gibt es auch die Open Access Bewegung, die ja immer weiter kommt, und wir haben wenigstens ja heute schon Konsens, dass der Nationalfonds und so weiter, dass die eigentlich sagen, wir fördern in Zukunft nur noch, was Open Access rauskommt. Und es bleibt aber natürlich auch da wieder das Problem der Dinge, die schon publiziert sind. Und ich bin der Meinung, also klar und ganz klar, Elsevier und Konsorten müssen enteignet werden und zerstört. Das muss man machen. Ja. Man muss die enteignen, alles rausgeben und die Firmen abwickeln. Und dann haben wir eine richtige Welt. Ja. Meine Damen und Herren, es gäbe sicher noch viele Punkte, die wir diskutieren könnten. Und wir haben auch noch Gelegenheit zu diskutieren. Allerdings müssen wir uns verschieben. Denn auf uns wartet noch ein Apero. Zunächst möchte ich aber dir, Andreas, ganz herzlich danken, dass du zu uns gekommen bist, uns deine Argumente vorgetragen hast und mit uns diese spannende Diskussion geführt hast. Und Ihnen, meine Damen und Herren, danke ich für Ihr zahlreiches Erscheinen und hoffe, dass Sie auch bei einem unserer nächsten Kolloquien wieder mit dabei sind. Jetzt. Okay.